Ja, hat schon ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Ja. Max, das ist verspiegelt, wenn du da mit dem... Oh Mann, womit habe ich das verdient? Kannst du das bitte nochmal begeistert in die Kamera halten? Wie du mich wieder verarscht, ne? Schön. Oh, der erste Kassel. Bitte? Morgens 7:30 in Deutschland. Läuft bei uns. Chaos. Der Spediteur war gerade da. Oh mein Gott, hier sieht's aus. Hier sieht's aus. Und da ist der Max. Zauder wieder ab. Der muss es nämlich jetzt alles hier zusammenbauen. Ne, Max? Der Max freut sich gerade total. Nee. Deswegen hängst du auch am Handy ab, ne? Oh Gott, ich bin gespannt, wie es jetzt gleich hier aussieht. Haha. Also wie rum willst du es machen? Ist ja... So wie man das alles hat. Man kann ja beides halt machen mit der Schublade, ja, oder? Deswegen, aber dann siehst du das nicht. Okay, let's go. So, mittlerweile haben wir diesen Schrank auf den Teppich gehoben. Oh Gott, der war so schwer. Der muss dann auf die Seite. Und hier mache ich jetzt sauber, weil jetzt hier der Schreibtisch hinkommt. Oh Max, ich habe dein Handy gefunden. Da, Max. Max, dein Handy. Perfekt. Da, ich lege dir sie hin, ja? Kannst du telefonieren. Ja. Ja, kannst du das jetzt nicht allein da reintragen? Du bist so stark. Go, Max, go! Ja, jetzt muss ich schon gleich. Ach so, soll ich dir helfen? Soll ich die Kamera also auf Seite legen, ja? Nee! Okay, Max, was müssen wir jetzt machen? Ich hab's ja alleine hierher getragen. Ja, das war's schon. Das war, ach, das ist auch schön. Ja. Das ist also der Schreibtisch. Oh, toll. Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Modern. Max, das gefällt mir nicht. Du musst es nochmal komplett auseinanderbauen. Das gefällt mir einfach. Anzünden. Anzünden, ich geb's da gleich anzünden, ey. Ja, ist schön sauber hinten dran. Sehr gut. Schreib nochmal da rein. Wo rein? Da nochmal Kram schreiben. Ich habe keine Kraft. Also, wir sind so gut wie fertig mit dem Schreibtisch. Bleibt ein Pech im Pann. Jedenfalls hat der Max mich gefragt, ob er das Regal haben kann vom Lassie für seine Chill-Out-Area. Und der Schrank müsste dann halt dahin. Der Lissandro bekommt zwar neue Möbel, aber das dauert ja noch ein bisschen, ne? Und das muss ja jetzt hier alles wieder ordentlich hingestellt werden, bis es dann komplett fertig ist. Hier ist das Chaos des Grauens. Leute, hier sieht's aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber ich denke, das ist normal, ne? Wenn man Möbel aufbaut. Gell, Max? Schläfst du schon? Irgendwie, ich hab mich gerade echt erschrocken. Ich habe Max gerade veräppelt, weil ich die Säge hier drin gefunden habe. Die hat sich der Lassie mal gewünscht. Gewonnen. Damit hast du mal gespielt, als du klein warst. Nee, ich dachte, ja, als ich groß war. Schaut mal, das hat mal Max gehört. Ah, perfekt. Was nicht. Und du hast es hier angekriegselt gehabt, schau mal. Ja. Ja. Da, Leute, gesagt, da habe ich schon zweimal reingesteckt und da habe ich einmal reingesteckt. Ja, dann habe ich nicht getrunken. Magst du es mitnehmen in deine Chill-Out-Area, Max, ja, dass du ein bisschen was zum Spielen hast? Mac, was kannst du eigentlich? So, Schrank ist fast leer geräumt. Tada! Und das hat mal der Lassie gemacht. Süß, ne? Kennt ihr das noch? Oh, Alter, das ist so ein Hämmerchen-Spiel. Ah, das hat auch der Lassie gemacht, ja. Das ist eine mies geile Tasche. Ja, die ist cool, oder? Ohne Rück. Ohne was? Ach so, da kann man nichts reinmachen. Ja, da war er halt noch nicht fertig. Hat er keinen Bock mehr gehabt, vielleicht. Oh mein Gott, hier sieht's aus, Leute. Jetzt müssen wir den Schrank hier auf den Teppich packen, damit wir den dann ziehen, den Schrank. Und wie gefällt's dir? Gut. Ist halt noch ein bisschen Chaos, Schatz. Ja. Alles, was jetzt gerade hinter mir ist, zeigen wir den Zuschauern lieber nicht, oder? Nee, besten nicht. Gefällt dir dein neuer Schreibtisch, Schatz? Ja.
Voll schön, ne? Der Max hat dir das so rumgebaut, weil hier, schau mal, diese eine Schublade hätte man auch auf die Seite machen können. Ja. Und wenn du dann hier sitzt, kannst du das dann so nach da aufmachen. Gut, oder? Ja. Gefällt's dir? Ja. Sieht voll edel aus, oder? Schau mal. Ja. Voll schön. Tada! Ich hab schon was rein. Das ist noch vom Kindergarten, vom Alessandro. Seine Mappe. Max, hast du es super gemacht. Ja. 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 Nächsten Möbel bitte aufbauen da draußen. Ja. Wie er das extra macht, der Max. Oh, Bella, bist du jetzt wach? Oh, das ist nur die Rückseite. Perfekt. Perfekt. Oh Mann, okay. Wer, ich? Ja. Ja, wie soll ich das festhalten, wenn ich die Kamera habe, Max? Der Max will es gerade ganz cool machen, vor allen Dingen mit Staubsauger hier im Hintergrund. Okay. David. So, jetzt seht ihr die Vorderseite. Ein bisschen. Ach, Leute, mit dem Max mache ich was mit. Und er mit mir. Okay, komm, wir gucken mal gemeinsam rein. Ihr seid jetzt mit dabei. Ey! Boah, ist echt total gut gesichert, der Schrank. Also die Kommode. Aber es ist auch dringend notwendig, weil es komplett verspiegelt ist. Mach's nicht kaputt, Max, du zahlst es von deinem Geld. Dann nicht. Lieber nicht, ne? Die Kommode, die hat es jetzt mittlerweile hier hoch geschafft. Max, bitte pass auf. Das ist echt ein bisschen gefährlich. Hast du deine Schere aus der ersten Klasse geholt, oder was? Auch schön. Extra dafür aufgehoben. Extra dafür aufgehoben. Also, ich habe schon beim Maler angerufen, weil das weiß gestrichen wird und das ganze Wohnzimmer wird weiß gestrichen. Wir haben nämlich da drüben so einen Riss in der Wand und deshalb kommt eine Malerfirma. Nur damit ihr euch nicht wundert, dass hier noch die Farbe ist. Und der Max ist hoffentlich ganz vorsichtig. Ich hab ja zwei Nachttischschränkchen, auch von Pure Velvet. Und eine Schublade ist leider kaputt, weil das Glas eben gesprungen ist. Weil wir wollten diese Teile dran machen. Also das ist jetzt hier nicht komplett fertig, ne? Also es ist nur zur Sicherheit so, dass die dann quasi hier drinnen sind, ne? Also das müssen wir abmachen und dann kommt das eben dann hier dran. Ganz vorsichtig, Max, ne? Dann schimpft die Mama mit dir. Also die Schubladen sind schon recht groß, ne? Schaut mal, davon habe ich zwei Stück. Also ich finde die schon groß. Und dann eben zwei etwas kleinere. Und hier den Sessel, den packen wir jetzt auch noch aus. Und dann habe ich noch neue Bilderrahmen gekauft. Das ist übrigens der Max. Vier neue Bilderrahmen für vier Kinder eben. Den Teller habe ich noch mitgenommen. Hier ist noch meine Rechnung von Pure Velvet. Denn ja, ich habe alle Möbel selbst gekauft und selbst bezahlt. Nur so viel dazu. Also da ist nichts Gesponsertes. Der Hocker, der kommt noch woanders hin. Und dann dieser Beistelltisch, der verglaste, der steht ja im Moment noch unten. Der kommt dann auch hier oben hin. Also hier wird alles umgeändert, aber der Baum muss natürlich erstmal weg. Bevor der nicht weg ist, kann ich natürlich hier nicht weiter dekorieren, aber wenn es dann komplett fertig ist, kann ich es euch gerne zeigen. Ich habe mir auch einen neuen Teppich gekauft, der sieht so aus. Und hier ist noch Lissandros Bestellung für sein Zimmer. Kann ich euch ja auch noch ganz kurz zeigen, und zwar ist das von Tausendkind. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Aufbewahrungsteil. Davon hat Alessandro schon zwei. Die gefallen mir immer richtig gut. Die sind ganz, ganz hochwertig. Und mit diesem Stern, das gefällt mir halt. Denn ich habe auch Bettwäsche bestellt mit Sternen. Die sieht so aus. Einfach weiß und dann sind graue Sterne drauf. Dann haben wir hier noch einen Kissenüberzug mit Streifen. Stars and Stripes, ne? Das mag ich halt voll gerne. Und dann hier noch dieses Teil, das muss ich dann noch ordentlich machen. Und zwar so. Und dann kann er hier eben auch noch Utensilien reinpacken. Vielleicht kommt das sogar auf den Schreibtisch. Mal schauen, muss ich mal gucken. Ich kann euch alle Produkte mal unten in der Infobox verlinken, wenn ihr möchtet. Dann kommt ihr direkt zu den Produkten. Und hier ist noch mein Lieferschein, beziehungsweise mein Retourenschein. Und hier habe ich dann noch was zum Basteln für den Lissandro. Vielleicht machen wir das sogar gemeinsam mit euch, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ansonsten hier drüben habe ich noch neue Kissen gekauft. Das hier, das und das. Und ja, so ein rosanes Fake-Fuhrteil. Genau, einfach so ein bisschen als Farbakzent, aber das liegt einfach jetzt nur so da. Ist auch noch nicht fertig. Ja,
Und das packen wir jetzt auch noch aus. Ah, da freue ich mich. Ich bin schon total gespannt, wie das jetzt dann aussieht. Und, bist du fleißig? Ja. Schön. Oh, der erste Kratzer ist schon drin. Bitte? Ich gebe dir Kratzer. Geht gar nicht. Ich habe gestern übrigens auch noch die Ananas hier gekauft. Schaut mal, wie schön die aussieht. Die passt jetzt zwar nicht so auf meine neue Kommode, aber die bekommt einen anderen Platz. Die gefällt mir total gut. Schaut, kann man was reinmachen und dafür habe ich bezahlt 14,99 Euro. Ja, gefällt mir total gut. Und jetzt ist die Kommode auch soweit fast fertig. Jetzt brauchst du aber noch einen richtigen Platz. Wie, Esserkratzer? Ich gebe dir. Das ist nur ein bisschen Schmutz. Mal sauber machen. Ja, genau. Jetzt brauchst du noch die richtige Position. Die Vorhänge kommen weg. Es wird gestrichen, wie gesagt. Und. Und jetzt packen wir noch das Schätzchen aus, Max. Ich bin hässlich. Ja, jetzt hast du auch was zu tun. Ja, ich habe immer was zu tun. Das ist ja das Problem. Oh, schau mal, wie edel. Oh, das passt voll gut zu unserem Sofa. Oh, das hat die Mama gut gemacht. Yay. Hat sie mal was Gescheites gemacht, die Mama. Guck mal. Boah, schau mal, wie hochwertig das aussieht. Tada. Oh mein Gott. Ja, und... Da darfst du dich auch mal draufsetzen, wenn du lieb bist, Max. Aber nicht mit einer dunklen Jeans. Aber den Schaumstoff lassen wir schon dran, oder? Ja, das lassen wir schon dran. Perfekt. Ich meine, das gehört so. Perfekt. Oh mein Gott. Ich liebe es. Schau mal. Das passt halt voll gut, ne? Mit dem Silber. Mhm. Gefällt es dir, oder bist nicht so begeistert? Jeder Max ist nicht so begeistert. Soll ich die Kamera jetzt drehen, damit jeder sehen kann, wie begeistert ich bin, oder? Ich bin fassungslos. Du bist fassungslos, ja, wahrscheinlich über den Preis bist du fassungslos, genauso wie der Papa fassungslos war, als er die Rechnung gesehen hat. Aus den Flügeln machen wir jetzt so Teufelshörner. Ach so. Ach so. Na süß, ne? Da warst du, glaube ich, 7, oder? Wie alt warst du? Ne? Ja, voll schön, unser neuer Hocker. Ja, also, voll schön. Der Max übertreibt wieder. Also der bleibt nicht hier, ich habe es jetzt nur mal so nebeneinander gestellt. Damit ihr das sehen könnt. Was für ein Zufall. Yay, voll passt schön. Voll gut. Der Max veräppelt mich. Also mir gefällt er total gut. Ja, passt und voll gut zusammen. Ist voll schön. Ist voll. Ja. Hör jetzt auf, mich zu verarschen. Und Bella ist auch da. Ja. Bella, warum schön. Bist du auf dem neuen Teppich? Ja, die Bella ist auch voll schön. Ja. Okay, also, jetzt räumen wir hier mal das ganze Chaos weg. Na, Bella? Hm? Und dann warten wir auf die Maler. Und hier ist das andere Schätzchen von Pure Velvet, dieser verspiegelte Beistelltisch. Der steht jetzt noch hier unten bei uns im Eingangsbereich. Den trage ich auch erst hoch, wenn der Tannenbaum weg ist, weil sonst wird mir das Wohnzimmer zu voll. Das ist dann alles so vollgestellt, das möchte ich nicht. Und dann wird es schön ausgepackt, dann dekoriere ich das schön. Und wenn ihr möchtet, nehme ich euch dazu mit auf diese Reise. Wenn das Wohnzimmer komplett fertig ist, kann ich euch das sehr, sehr gerne zeigen. Aber jetzt gehen wir mal ganz kurz rüber in Lissandros Zimmer. Und hier ist er also, der Schreibtisch vom Lissandro. Nicht wundern, Lissandros Zimmer ist lang noch nicht fertig. Ich werde ihm noch das dazu passende Bett kaufen, beziehungsweise auch noch den Kleiderschrank, also aus dieser Serie. Der Lissandro hat nämlich damals das Kinderzimmer vom Gianluca bekommen. Dem Gianluca haben wir ein Kinderzimmer von Paidi gekauft. Das sind ja eher dunklere Möbel. Und ich möchte halt hier jetzt alles hell haben. Die Kommode hier, die wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr hier stehen. Ich muss mal mit dem Lissandro sprechen. Das hatte ich ihm damals von Haber gekauft. Ich fand es total schön. Ich liebe Haber. Ich mag die Farben total gerne. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr ganz so altersentsprechend. Hier ist übrigens diese andere Aufbewahrung, von der ich euch vorhin erzählt habe. Und hier ist das andere Schätzchen, eben passend zu dieser anderen Aufbewahrung, eine andere Farbe, total stylisch. Ihr wisst, Alessandro liebt Bälle und ich mag das gar nicht, wenn die alle so kreuz und quer im Raum rumfliegen. Und das ist wirklich sehr robust, da passen die Bälle rein und ich mag es sehr, sehr gerne. Und hier ist eben, wie gesagt, Alessandros Kleiderschrank. Dazu passend hat er noch das Bett und eine Kommode eben von Paidi. Das war eben vom Gianluca, wie gesagt. Und das wird dann bald weichen, obwohl er riesengroß ist, obwohl er sein Soll erfüllt hat. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gemocht. Ich fand den sehr, sehr passend. Aber wie gesagt, Alessandro wird dann alles aus dieser Serie bekommen vom Schreibtisch.
Ja, und wenn ihr möchtet, nehme ich euch auch mit zu dieser Reise, wie Lissandros Zimmer dann im Endeffekt aussehen wird. Die Wand wird sich auch noch ein bisschen verändern. Mal gucken, vielleicht finden wir ein paar schöne Bilder eben für Lissandro, die er sich selbst aussucht. Der Teppich, der wird auf jeden Fall bleiben. Den haben wir damals auch von Tausendkind gekauft. Den kann ich euch auch mal gerne unten in der Infobox verlinken. Ich liebe den, der ist so edel und der ist wirklich total strapazierfähig, für Kinder ideal. Und ansonsten habe ich auch noch einen Rabattcode für Tausendkind, schreibe ich euch auch mal unten in die Infobox. Ich glaube, der heißt Rosella15. Mein Handy klingelt. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich verlinke euch auch alle Produkte, dann kommt ihr auch ganz schnell zu den Produkten. Nein, ich werde nicht am Verkauf beteiligt. Da wisst ihr ja Bescheid, dass ich immer ehrlich mit euch bin. Aber dann habt ihr die Möglichkeit, eben alle Produkte schnell zu finden. Also falls ihr so einen schönen Schreibtisch zum Beispiel sucht oder eben andere Dinge von Tausendkind, Schuhe, Klamotten für die Kinder, Spielsachen und so weiter und so weiter, dann könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen oder eben 15% auf diesen wunderschönen Schreibtisch sparen. Ja, okay, und wir gehen jetzt nochmal hoch. Ich gucke mal, wie weit der Max ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich versuche jetzt mal hier das ganze Chaos wegzuräumen. Also das heißt, das Styropor und so weiter. Dann mache ich hier mal ein bisschen Ordnung. Der Max hat schon einen kompletten gelben Sack vollgemacht mit Plastikmüll. Der ist jetzt gerade runter in die Garage gegangen. Und ja, wie gesagt, ich kümmere mich jetzt mal hier um das Weitere. Mache die schönen Bilder in meine Bilderrahmen. Und guck, dass ich jetzt hier noch so ein bisschen was geschafft bekomme, damit es nicht ganz so unordentlich aussieht. Wenn ihr möchtet, nehme ich euch natürlich mit und zeige euch, wie das dann im Endeffekt aussieht. Sowas geht halt nicht von heute auf morgen, auch wenn man das gerne so hätte. Gerade wir Frauen, wir sind ja doch meist so, also ich kann ja nur von mir sprechen. Also bei mir wäre es am besten, wenn das alles sofort passiert. Aber ich weiß natürlich, also mein Verstand sagt dann, okay Heidi, das dauert halt alles eine Weile. Wir müssen ja jetzt auch, wie gesagt, auf die Malerfirma warten und so weiter. Und der Baum muss raus. Und ja, das nimmt halt alles Zeit in Anspruch und geht halt langsam. Aber ich zeige euch das sehr gerne, wenn ihr das sehen möchtet. Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe. Es war ja euer Wunsch. Ganz viele hatten mich nämlich gefragt auf Snapchat und auf Instagram, ob ich nicht zeigen könnte, was da angekommen ist. Ihr hattet nämlich große Pakete gesehen. Haben eben ganz viele gefragt, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und wie gesagt, ich beeile mich jetzt mal. Ich muss nämlich dann auch wieder ins Büro und verabschiede mich jetzt aber mal hier an dieser Stelle und hoffe, dass wir uns dann natürlich im nächsten Video wiedersehen. Habt alle einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!